Italien braucht Zuwanderung und davon nicht wenig, denn es handelt sich bei dieser Aussage nicht um Tausende, sondern um Millionen Menschen. Hi, mein Name ist Melvin und ich bin Host von Beside News. Heute geht es um Italien. Italien ist eine der größten Volkswirtschaften innerhalb der Europäischen Union und hat aktuell mit einem großen Problem zu kämpfen, das zum Beispiel auch Deutschland und Frankreich betrifft, die beiden Volkswirtschaften, die noch ein bisschen größer sind als Italien. Denn Italien hat, wie die anderen beiden, mit dem demografischen Wandel zu kämpfen. Das bedeutet, dass in Italien es immer mehr ältere Menschen gibt als junge Menschen. Eine Folge dadurch ist zum Beispiel, dass die Sozialsysteme immer mehr belastet werden und dadurch die Personen, die noch arbeiten gehen müssen, immer mehr bezahlen müssen, um natürlich die Renten und andere Kosten für die ältere Generation zu übernehmen. Der Effekt dadurch ist aber auch, dadurch, dass die Geburtenraten in Italien immer weiter sinken und die Lebenserwartung immer weiter steigt, dass Schritt für Schritt die Menschen fehlen für den Arbeitsmarkt. Dieser Prozess des immer älter werden der Gesellschaft sorgt in Italien für ein sehr großes Problem, denn das Land braucht Millionen an neuen Arbeitskräften und diese nicht bis zum Ende der 2030er Jahre, sondern bis zum Ende teilweise der 2020er Jahre. Das bedeutet in Zahlen, dass das Land mindestens 1 Million bis sogar 2 Millionen Fachkräfte benötigt, um die Lücken zum Beispiel im Tourismussektor oder in den Sektoren wie dem Einzelhandel oder auch in der Pflege bzw. auch in der Reinigungsbranche, die nicht gut bezahlt sind und viele Italiener nicht machen wollen, dort braucht man diese Kräfte, um eben dann die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und Italiens Regierung, die ja bekanntlich eine sehr rechts- bis postfaschistische ist, aus eben sehr rechten bis extrem rechten Parteien besteht, hat nun bzw. Anfang diesen Jahres einen Plan vorgelegt, wie man dem entgegenwirken könnte. Und es ist interessant, denn dort geht es um mehr Migration. Und Emigration heißt um mehr Einwanderung. Italien, das Land, das versucht, seine Grenzen zu schließen, braucht mehr Migranten. Es ist irgendwie eine komische Geschichte und auch irgendwie ein sehr seltsames Bild, aber es ist wahr. Dieses Land braucht Millionen an Arbeitskräften, um die eigene Wirtschaft am Laufen zu halten, damit der Tourismus weiter funktioniert, damit die Pflegebranche weiter funktioniert, damit in vielen Bereichen, die wichtig sind, dass diese wieder funktionieren und auch weiter funktionieren können für eine Bevölkerung, die immer älter wird und nicht jünger. Und das bedeutet, dass ein Land dort wie Italien einen Schritt geht, der sehr schwer werden wird und der sehr hart ist. Aber es zeigt auch, dass Länder, die mit einem sehr großen Problem zu kämpfen haben, das sich Alterung und Überalterung nennt, anders helfen müssen, als sich abzuschotten und zu versuchen, dass niemand in das Land kommt. Und das bedeutet, dass Italien an einem Punkt steht, wo es darum geht, überleben wir wirtschaftlich und auch vielleicht finanziell und auch sozial, oder lassen wir das alles sein und die Zukunft wird nicht mehr so gut aussehen. Und das bedeutet, dass Italien genau aus dem Grund auf extrem viel Zuwanderung angewiesen ist. Und das ist ein sehr einmaliger Schritt und wird wahrscheinlich viel Veränderung bringen.